Auf der Straße ist es wesentlich besser zu fahren. Da kann ich sehr viel besser manövrieren. Ja, sobald man die Straße verlässt, ist... Okay, mit dem Motorrad, das ist eher mal eine andere Sache. Ciao. Hallo. Was soll das? Was? Das ist doch... Ich bin hier richtig, oder? Ja. Also die Steuerung... Oh Gott, das ist ein bisschen... Ne? Und so soll ich das Chess-Car gewinnen? Chess-Car-Derby? Ich würde gerne mit meinem Panzer da rein. Kann ich mir das Fahrzeug vielleicht aussuchen? Das wäre natürlich... immer... I'm at the racetrack. Chaz Car Derby it is. Keep your eyes on the screen. I'm gonna win this. Good luck, Walker. With those psychos you'll be racing, you're gonna need it. Dünder. God damn. God damn. Look what the bon ton rolled in. You here to bet your ass in the race for Chaz? Tell me it's so old Nicky Rain. Tell me you sent this wasteland beaut to race like a stick of butter on a pile of pancakes. Und nu? Oh. Racing, baby. I can see you got the grit to be great. You got the meat it takes to take the plate. Warum trägt denn eine Hühner, ein Hühnerbein mit sich rum? Trimmings, too. Got a contract right here, Prime Cut. You sign that? Well, you sign in blood. You race your way to the top crust like a knife through sirloin, and you emerge victorious and take the gravy too. When do I start? Scritch, scratch. We got your John H. and we good to go. Hat er auch wieder nur mit einem... Yeah, well, mit drei Kreuzen unterschrieben. Fresh meat. Get the pity bucket. Ja, you mit einem fetten Kreuz. Slow-mo ride. And then move on. Simmer to the very top like the slickest grease in a gumbo. Go grab your ride when ready, huh? Da habe ich mein eigenes? Kann ich die anderen vom Platz fegen? Ah, ne. Das ist nice. Das ist ein Weg. Ich weiß nicht, ob das hier richtig... doch. Nein, das... Nein. 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 Ich sehe überhaupt... Ah, die Steuerung. Gleichzeitig die Kamera mit der Maus zu drehen und... Oh Gott. Das wird nix. Hat einer explodiert? Aber die Steuerung ist ein bisschen... Ach du Scheiße. Gewöhnungsbedürftig. Ich hatte ja in dem Spiel noch nie so viel Glück mit den Autos. Es gibt hier zwei Schrecken. Genau so fährt man an der Wand. Ganz genau so. Und das ist immer noch Runde 1. Ja. Hallo. Was heißt denn hier careful? Du hast mich abgedrängt, du Pissbirne, ey.
Ich fahr mal hinten lang. Also bis jetzt, denke ich, habe ich hier die Führung ganz gut ausgebaut. Mein Gott, das ist gar nicht so einfach, mit Turbo zu fahren. Vor allem das Handling von dem Auto ist absolute Krätze. Fahr doch. Ich kann die Autos ja immer noch aus der Kurve schubsen mit meinem Rechtsklick. Ich glaube, das geht das hier überhaupt? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber hier ist ja jetzt eh gleich vorbei. Nicht verkacken, nicht verkacken! Nein! Ach guck mal, 5 Sekunden, das ist... Oh, Cesca. Das Auto ist aber absolut scheiße. Da werde ich es nicht mehr benutzen. Looky, looky. Well, you brought home the Macon today, baby. I do declare you drive like damn Nicky Ray himself. Yeah, you a bona fide. Ich weiß, das ist ein echter Sigma. Ich möchte dahin. Nein, da möchte ich hin. Oha, gegen so einen will ich mal kämpfen hier. Fetten Augenlaser und was weiß ich. Come back soon, Walker. Ist das mein Auto, was mit mir redet? Na gut, was willst du? Hey, Chris Ledon had a strong box to the east. One of just a handful of survivors. We were negotiating to join the trade coalition when a force of goon squad came at us out of nowhere. Trampled all over our defenses. I'm sure they're still there now, tearing up the place. I lost my home and people in a similar way. How can I help? Mayor Lusum says she can't do a goddamn thing about it. But if you can, you can grab whatever's still left of value. We even got an ark. Huh. Anyone can open the damn thing. Just get rid of those goons. I want vengeance for my people. I've been there. Big fight. Can't be many goons left. Thank you, Ranger. I hope my people can rest easy. Oh, ja, gut. I'll stay here until we can start rebuilding. You did some good work here. Dann war ich da anscheinend schon. Boom? Was ist Boom? Pow, 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 Blamp. Yeah, hello. Yeah, what'll it be? I guess you want to feed that siren of yours. You want some crackers, some Murtis pellets? Yeah, right, you come to the right place. Pew, pew, pew. Zing. Buy some ammo. Death dealing done. 10.000 für ein goldenes Sturmgewehr klingt schon sehr verlockend, muss ich sagen. Hey, it's the champ. Saw you on the killing screen. Ja, dann weißt du ja jetzt, was abgeht, ne? Clay Clayton. Welcome inside, winner. Ich bin der Chef hier. Ah. You killed it, champ. Love your style, Blanky. Get there, killer. Let's go, numbnuts. The bar's over there. Hey. Hey, listen up already. I got a great, nay, tremendous surprise for you all. Scheiße. Looky over there, dames and dudes. Here he is, the infamous wasteland tycoon Clegg Clayton. So ego-centered, he's been known to torture people just to get their approval.
I, the great Clegg Clayton, give you the one, the only Killer Dilla Walker, our latest ass-kicking champion. Hat er da gerade den Typen im Käfig angezündet? My latest golden goose. You stick with me, and the sky's the limit. You want to make it big? You want to be a star? Well, old Uncle Cleggy Clayton's got your ticket to the top! I won't let you down. What's that? I want to make it big. There's no goddamn doubt. Everybody's got a purpose on this rock, and yours just happens to be being the goddamn best! So, what do you say we go somewhere a little more secluded? I may be about to offer you the dealio of a lifetime. I'm guessing. Was geht denn da auf der tanzlichen Bedarf gerade? Now you've already heard of how I took my father's legacy and turned it into an empire. Of course, everybody knows the story of irresistible Clegg Clayton, the orphan multi-billionaire extraordinaire. That's why you're here, of course. I know. Everybody wants to see the digs of the wealthiest and most generous man of the land. Ah, here we are. Wahrscheinlich voll die Bruchbude. Na. Aber ganz ehrlich, in so einem. Ach, guck mal da. Sowas will ich haben. Killer Dilla Walker. This is the innermost core of this hot. Wo pennt der? Nur mal so. This is the multi-watt nerve center of the Clegg Empire. My office, the car. I'm guessing I myself need no introduction. Da ist einfach mal das Spiel abgestürzt. Keine Ahnung. Müssen wir uns jetzt die Fahrstufe halt einfach nochmal angucken. That's why you're here, of course. I know. Everybody wants to see the digs of the wealthiest and most generous man of the land. Ah, here we are. Ich will immer noch das hier haben. Gib mir das. Behold, Killer Dilla Walker. This is the innermost core of this high-powered city. This is the multi-watt nerve center of the eigentlich? Empire. Na gut. My office, the cockpit from which I control my vast financial holdings. I am the richest man in town today. But soon, power absolute will be mine. Tremendous power. As soon as that old, decrepit crone, Lusum Hagar, surrenders her mayoral office to me, things here will take a turn or two for the better. I'll just you wait. So, being rich not enough for you? You're cut out for something bigger, right? Now, let me tell you about my father. My father was a great man. Everyone tells me he was a great man, but he built the base of Wellspring. He did, but my father, he lacked the vision to merge power and economics. He was a mayor, but he didn't have any real money, see? I do not lack vision, people tell me, and I tell people that I will become the most powerful man in the wasteland. What could possibly be so imminent? Oh, right. Hold on a second. Oh, Killer Dilla Walker, baby. I gotta take this. Please, make yourself at home. Pour some swill. Have a stone shot eyeball. They're extra globby. Was? Right. Das ist widerlich. Talk to me. Oh, yes. I mean, no. I didn't mean... Listen here. Das fällt ihm auch bestimmt nicht auf. Ja. All right, Lusum. The gizmo is playing. I know. It's already transmitting data. Good job. Now get out of there. Das fällt ihm überhaupt nicht auf. So. Also gut. Boah, ich klau dem erstmal alles. Also wenn ihr das nicht merkt, sorry, aber dann ist er richtig doof. Boah, krasseste Spezialagenten-Ranger im ganzen Ödern. Packt so ein riesen Funkgerät hinten auf dem Bildschirm drauf. Wo der drauf zuläuft. Ist es nicht so, dass er
dass er zur Wand steht und er das dann hinten an dem Bildschirm macht, sondern der läuft ja drauf zu und sieht es ja direkt. Oh, Killadilla Walker! One more thing. How is decrepit old Lucem these days? Oh, surprised? Yes, I just got wind. Nothing escapes Clayton. Yeah, it's true. My spies and agents are working 24/7 to keep me informed. I guess Clegg got the best of you. I guess you're just a loser after all. Was? And as these are surely your final moments, I shall let you in on my big reveal. Yeah, I got it all thunk out, you see. You see, I've got the most powerful player in the wasteland in my corner. Who? The Authority, that's who. I'm on a first-name basis with General Cross. So when they take over, oh boy, the sky's the limit. And all thanks to my extremely accomplished negotiation skills. I guess I'm just the best at everything I do, and you're just a stupid little Lucem puppet. Well then, goodbye, Lucem puppet. Goodbye! Ah, jetzt will er es aber wissen. Jetzt will er es wissen. Ach. Oh nein, der hat ihn genauso. Zeig schon mal, wie das geht hier. Du kannst mich mal. Easy. Lucem, you read me? Der hält die richtige Sklaven. Der ist schon ein bisschen krank, der Kerl. Vor allem, der hat diesen riesigen, weiß nicht, wie die heißen, genauso angezogen wie er selbst. Bed with General Cross. And we can't dally. I'm sending in a strike team for Clegg. He's gonna talk one way or the other. Over and out. Ich sehe das schon, dass da Leute warten. Mach mal auf. Hat nicht so funktioniert, wie es hat, aber sie sind tot. Die Schweinche. Ich will diese Kiste. Ich würde es zwar zurückgehen, aber da unten ging es doch noch weiter, oder? Wenn ich einfach nicht hier lang gehe, sondern... Oh. Hier. Okay. Vielleicht geht's hier nicht weiter. Ich akzeptiere. Also, ich habe einen Ikosus freigeschaltet. Das heißt, es ist so ein Flugding. Alles mit hier. Ich kann doch jetzt 8 Stück von jedem tragen, ja? Ganz ruhig. Schön zurückgekickt.
Die Fähigkeit ist schon... Ach, warte mal. Also so langsam fängt es an, dass ich ein paar ganz nette Skills lerne. Die auch gut reinzwiebeln können. Wenn ich sie richtig einsetze, natürlich. Lucem, I found a tank. Predator, authority issue. That's the ticket. The Project Dagger Predator tank. If we get that up and running, we'll be good to go. Imagine, it was under our feet this whole time. Walker, Dr. Kvothe, stay out there, and we have to find him. Trumbler? Tumbler? Das Batmobil? Das eine? Tumbler ist der, glaube ich. Ne? Brückenfahrzeug. Nicht da rein. Kann ich einfach rein? Da ist ein Sitz oben drauf. Ist ja wohl lächerlich. Nee, ich muss den erst... Also, der ist jetzt quasi... Die wissen, dass er jetzt hier unten ist, aber ich kann den jetzt noch nicht fahren. Ich muss den erstmal flott machen. Wie es aussieht. Here's my ride up. Ja. Was war das denn? Scheiße. Das ist nur, weil ich den Smash, also den ich weiß nicht mal, wie es heißt, ne? Den Smash, weil ich den halt geupgradet habe. Ist der für einzelne Gegner vielleicht ein bisschen zu... Over. Boah, alle Einzelteile zersprungen. Scheiße. Ja, wo geht's denn jetzt hier? Was? Ich komm mal, ich... Die werden keinen Spaß haben, das sauber zu machen nachher. Ich hab da so ein Gefühl. Die Folge ist jetzt eigentlich vorbei. The strike team is in the tower, standing by. Shouldn't be long now. Hook me up to their channel, so I know what's going on. Yeah. Hold on. Go, go, go! Regroup, formation. Lock and load. Breach! Clayton, drop the weapon. We're taking you down. You're not taking anything, suckers. I'm Cliff Clayton. Always win! He took off in his copter. Damn it! I should have done this job myself. Where's he headed? Likely to hide under his master's skirts. Well, at least we found the Predator. Dagger's looking real good. Head over to my office and we'll talk. Gut, ich rede erstmal mit Ranger Walker. I was told to keep my eyes peeled for you. I'm Wyatt Ferris. I handle special operations for the mayor's office. I was wondering who handled Lucem's dirty work. I do my part in keeping the city safe. Right now, I'm focused on slowing the Immortal Shrouded's aggressive expansion in this area. I could use someone like you for a high-stakes assignment. The Shrouded have taken over an old factory nearby. Seems harmless enough, but somehow they managed to get the old reactors in there up and running, and they're using them to fuel further raids. They'll strike again soon. I can feel it in my bones. A demo team couldn't take out those reactors fast enough, but you already have the necessary tools to get it done. Can you help? Went to the factory. Shot a few Shrouded, and sabotaged their stuff. The Shrouded threat is far from over, but this will buy us time. Well done. Egal, was die uns... egal, mit wem ich rede, was die uns für Aufgaben geben, ich hab's schon erledigt, einfach. Jack. Lighten your load. Sell your scrap to Jack. Jack, der Unsichtbare?
Ah, oh, the musty smell of old junk. Okay. Also, das Spiel ist bei langem, so wie es aussieht, bei weitem nicht bugfrei. Okay. Redcap's the name. You know, back in the war, I used to supply a resistance base near Scraplands. It was built into the canyon walls and always had some great old technology. Soll das ein Typ sein? I was thinking about all that stuff not long ago and decided to go get it. But the place was full of nasty goons. If someone was to go there and root out the bastards, well, that someone would end up the wealthy owner of all the old world stuff still there. Old tech, huh? Might be worth my time. Gut, jetzt habe ich es auf der Karte wahrscheinlich. Hey, warum sind alle Händler unsichtbar? Naja, ich beende jetzt eh die Aufnahme. Ich würde sagen, wir haben heute einiges geschafft. Ich musste mich wieder reinfinden so ein bisschen, aber ist ja okay. Ich habe einiges Neues erfahren, vor allem was die Datenpads angeht, wie man die sehr viel einfacher findet. Und ja, Stück für Stück, irgendwann, ne, man kommt so rein und irgendwann hat man alles, beziehungsweise man arbeitet sich Stück für Stück nach vorne. Dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder und in diesem Sinne, bis dahin.